Hallo zusammen, mein Name ist Joachim Hibbert, ich bin Biersommelier und arbeite bei der Gefaco. Wir sind heute zu Gast bei der Radbrauerei Günzburg. Neben mir sitzt der Inhaber der Radbrauerei Günzburg, der Georg Bucher, und der stellt sich jetzt mal selbst und auch seine Brauerei ein bisschen vor. Ja, hallo zusammen. Hallo Achim, schön, dass du heute Zeit gehabt hast, mal zu uns zu kommen. Danke. Wir wollen uns heute mit dem Thema alkoholfreie Biere auseinandersetzen und vielleicht ganz kurz zu mir. Ich bin hier in dritter Generation, bin Diplom-Braumeister und Biersommelier. Wir sind eine kleine mittelständische Brauerei, haben uns auf Hefeweizen spezialisiert. Die Marke heißt Günzburger Weizen, vielleicht kennst du eine oder andere. Ja, und ich freue mich, dass du da bist, und ich würde sagen, wir starten gleich mal und probieren ein Bier. So machen wir es. Und zwar geht es heute darum, du hast es ja schon kurz angeschnitten, wir probieren heute alkoholfreie Biere, deren haben wir drei Stück da. Und zwar mit drei verschiedenen Herstellungsverfahren. Wir fangen an mit dem Hefeweizen von der Radbrauerei Günzburg. Und während wir einschenken, kann der Georg was zu dem Verfahren sagen. Genau, also machen wir es hier auf. Natürlich beim Weizen hier einschenken, und da ist es egal, ob das jetzt alkoholfrei ist oder mit Alkohol. Das Prozedere ist immer gleich. Glas schräg halten und einschenken und die Flasche dann anschließend schwenken und gut schütteln, weil im alkoholfreien Hefeweizen auch Hefe drinnen ist und Trübungsstoffe, die natürlich auch ins Bier reingehören. Wenn das Bier nicht aufs erste Mal reinpasst, ist das nicht schlimm, ist kein Beinbruch. Gegenteil, den schöneren Schaum hat man, wenn man es auf zweimal oder dreimal einschenkt. Ja, zum Bier gibt es zu sagen, es gibt verschiedene Arten, alkoholfreies Bier herzustellen. Wir haben uns für eine dieser drei Arten entschieden. Wir machen das Verfahren der gestoppten Gärung. Das heißt, wir lassen das Bier kurz gären. Dann, wenn die Hefe anfangen würde, Alkohol zu produzieren, wird die Gärung gestoppt, und kommt dann dieses Bier zustande. Was heißt die Gärung gestoppt, Jörg? Vielleicht für die Leute, die es nicht genau wissen, zur Erklärung. Das Bier wird kurz erhitzt und die Hefe wird dadurch abgetötet, und deswegen kann sie eben nicht weiter gären. Danke. Eigentlich können wir es jetzt aber erst mal einen Schluck nehmen. Der Vorteil an dem Verfahren ist, dass es das Bier alkoholfrei natürlich auch, isotonisch ist. Das heißt, es ist das perfekte Sportgetränk, sowohl vor dem Sport als auch nach dem Sport. Und man darf gar nicht mehr davon trinken, so viel man möchte. Also, Achim, zum Wohl. Zum Wohlsein, ja. Achim, was hast du für einen Eindruck von dem Bier? Was sagt dein Gaumen? Mein Gaumen jubiliert. Also es ist wirklich ein tolles Hefeweizen alkoholfrei. Was mich besonders freut, ist, dass ich eine schöne, stabile Schaumkrone habe. Auch im Antrunk dieses Gefühl von dem Hefeweizen habe. Im Nachtrunk habe ich eine leichte Süße. Das kommt aber, wie gesagt, durch die gestoppte Gärung. Es ist schön erfrischend, und ich denke mal, dass da kann man auch ruhig, wie du schon sagtest, mehrere von trinken, ohne dass irgendwie ein Sättigungsgrad stattfindet. Ja, also für uns war das natürlich Herzensangelegenheit. Wir sind eine Weizenbierbrauerei, und zur Weizenbierbrauerei gehört einfach heute auch ein alkoholfreies Weizen dazu. Wir haben uns lange überlegt, wie wir es machen sollen, welches Verfahren wir wählen sollen. Wir haben uns für das entschieden, auch wenn du das jetzt nicht gesagt hast, aber ein alkoholfreies Bier hat einfach die Eigenschaft, es wird nie schmecken wie ein richtiges Bier. Hat einfach den Grund, es fehlt was, nämlich der Alkohol. Finde ich aber nicht schlimm. Ich denke, man muss das Bier jetzt auch nicht unbedingt so vermarkten, dass man sagt, es schmeckt wie ein normales Bier, weil das tut es definitiv nicht, sondern wir haben hier ein
alkoholfreies Getränk, das komplett natürlich ist, wo keine künstlichen Zusatzstoffe drin sind, nur Wasser, Malz, Hopfen und Hefe. Es ist sehr gesund, es ist isotonisch und es ist einfach ein Getränk, das auch nicht so furchtbar satt macht. Ja? Und vor allem, wenn man irgendwo in der Gastronomie sitzt, in der Kneipe, im Restaurant, man sitzt mit Freunden beieinander und darf vielleicht keinen Alkohol trinken, man kann mit einem alkoholfreien Bier guten Gewissens dabei sitzen und das trotzdem trinken und mit den anderen anstoßen, ohne dass man es irgendwie komisch fühlt, weil man Wasser im Glas hat. Wir haben lange rumprobiert, wir haben an diesem Bier 3 Jahre lang entwickelt, bis es dann so geschmeckt hat, wie wir es uns vorgestellt haben. Wir sind aber mit dem Ergebnis sehr zufrieden und nicht nur wir, sondern man sieht es hier auf der Flasche, wir haben auch schon mal einen European Beer Star für dieses Bier gewonnen, was zeigt, dass es also wohl wirklich gut ankommt. Jo, dann danke ich dir für die Erklärung zu der gestoppten Gärung. Ich würde sagen, wir gehen weiter zu dem zweiten Verfahren. Und auch da bist du jetzt wieder der Meister vom Fach, weil dafür bist du Braumeister. Du kannst das wesentlich besser erklären als ich zum Beispiel. Also, wir kommen jetzt zur Entalkoholisierung. Die andere Möglichkeit, also wir haben es jetzt so gemacht, dass wir eben den Alkohol gar nicht erst ins Bier reinkommen ließen. Die andere Möglichkeit ist, man nimmt sich ein fertiges Bier und zieht den Alkohol nachträglich wieder raus. Das funktioniert relativ einfach. Es gibt mehrere Verfahren, aber eines davon ist zum Beispiel die Vakuumdestillation. Das heißt, Alkohol hat einen niedrigeren Siedepunkt als Wasser und bei niedrigeren Drücken fängt das Bier dann schon bei 40 Grad ungefähr zu kochen an und der Alkohol verdampft. Und der Vertreter dafür ist das Jeverfarn. Ist also ein Pilz vom Typ her. Ich gebe dir einfach mal eins rüber. Danke. In dem Fall sieht man, es ist ein klares Bier, es ist also filtriert, es enthält keine Hefe. Und das Bier schmeckt aber grundsätzlich von der Herstellung her schon komplett anders wie das Bier mit gestoppter Gärung. Bei der gestoppten Gärung hat man noch sehr viel Restsüße drin, weil einfach der Zucker nicht von der Hefe in Alkohol umgewandelt wurde. Hier ist der Zucker verbraucht, wurde zu Alkohol umgewandelt. Wir holen den Alkohol nachträglich raus. Der Unterschied zwischen den Bieren ist der, das eine schmeckt sehr süß, was jetzt nicht unbedingt biertypisch ist. Das andere schmeckt nicht süß, aber dem fehlt der Alkohol. Das heißt, auf die Art und Weise schmeckt es auch wieder nicht so richtig bierig, wie es eigentlich sollte. Was ich aber auch nicht schlimm finde, weil es trotzdem wieder andere Geschmäcker sind und Geschmäcker, die durchaus positiv sind. Ja? Gut, dann wir probieren es mal. Da. Ich finde die für einen Pilz sehr gut getroffen und die haben es auch gut geschafft, den fehlenden Alkohol durch Hopfenaroma ein bisschen zu ergänzen. Ja. Klar schmeckt man raus, dass es ein alkoholfreies Bier ist. Zumindest jetzt für mich als Fachmann ist das klar. Aber es ist durchaus was, wo man vorstellen könnte, bei einem richtig heißen Sommertag zu trinken, wenn man einfach den Alkohol auch nicht verträgt. Und ich finde, es ist ein sehr guter Vertreter. Ja, ich habe folgenden Eindruck von dem Bier. Was ich jetzt noch im Nachklang spüre, ist die Bittere, so typisch für den Pilz. Da sehen wir auch, dass es Hopfen betont ist, was für den Pilz ja auch typisch ist. Was natürlich im Antrunk noch nicht so hervorkommt, da haben wir diese Leere, weil das Volumen des Alkohols einfach fehlt. Aber wie du schon sagtest, wir wollen ja hier auch keine Wertetabelle füllen, sondern einfach mal die Herstellungsverfahren von alkoholfreien Bieren darstellen. Also auch das finde ich ein gelungenes alkoholfreies Bier und ich bin bei dir, wenn man da einen Sommerabend einfach mal einen richtigen Durst hat, dann kann man das sehr gut trinken. Okay, ja, gut. Dann kommen wir zum dritten Vertreter der Gattung. Und zwar gibt es nur die Möglichkeit, es gibt auch spezielle Hefesorten.
die keinen Alkohol produzieren. Sagen wir mal, das, wie man es macht, ist jetzt etwas komplizierter. An sich ist es auch gar nicht so wichtig. Es ist eine spezielle Hefesorte, die einfach den Zucker nicht in Alkohol umwandeln kann, die mit dem Zucker nichts anfangen kann, die aber trotzdem dem Bier einen gewissen Gärungsgeschmack mitgibt. Und da haben wir jetzt als Beispiel mal das Hochdorfer Freibier. Freibier finde ich auch einen schönen Namen für alkoholfreies Bier. Aus der Kronenbrauerei Hochdorf, Familie Heitzmann, die mir persönlich auch sehr gut bekannt sind, und auch Grüße von hier an euch. Es ist ein Bier, das ist trüb, man sieht es hier. Es ist nämlich ein Kellerpilz, also Kellerpilz heißt naturtrübes Pilz. Ist also kein Qualitätsmanko, dass das Bier trüb ist. Ja, und wir probieren es einfach mal. So machen wir es. Dahin, zum Wohl. Zum Wohle. Es ist jetzt dadurch, dass eben bei dem Verfahren auch der Zucker im Bier nicht verwertet werden kann, eher ein süßer Vertreter. Ja. Ja, ich denke, es sind drei verschiedene Geschmacksrichtungen. Ich glaube, man kann sie auch nicht miteinander vergleichen. Das eine ist süß, das andere ist herb. Es gibt ungefähr 100 verschiedene Bierstile. Es gibt für jeden Geschmack das passende Bier. Ich glaube, da muss jetzt einfach jeder rausfinden, welches Bier er gerne trinken würde. Ich finde alle drei, jedes für sich, sehr gut. Natürlich schmeckt bei uns das besonders gut, klar. Aber auch das Hochdorfer ist ein Bier, das einfach sehr gut runterläuft und von dem man durchaus mehr trinken kann. Genuss ohne Reue, würde ich es mal so titulieren. Ja? Ja, wir wollten ja auch, also erstmal vielen Dank, Georg, dass du dich zur Verfügung gestellt hast und vor allen Dingen für deine fachkundige Darstellung und Beratung. Wir wollten auch nicht hier eine Klassifizierung oder einen Vergleich erzielen, sondern mir ging es darum, dass wir einfach mal für die Leute draußen alkoholfreie die Herstellungsverfahren erklären, dass die wissen, es gibt verschiedene Verfahren und warum schmeckt das eine süßlicher und das andere, wie wir ja auch beim Bier festgestellt haben, nicht so süßlich. Das hast du sehr gut erklärt und auch, denke mal, sehr gut rübergebracht. Und in diesem Sinne machen wir das natürlich mit deinem Bier. Stoßen wir nochmal ein. Ich bedanke mich recht herzlich, dass du uns zur Verfügung gestanden bist. Gerne. Und zum Wohlsein. Zum Wohl.